Halt erst einmal den Pullover aus. So. Gleich haben wir's. Moment. Servus, ihr Versifften auf dem YouTube-Channel DaxiFlay-Sibler, aber das wissen wir bereits noch nicht, dann müsst ihr definitiv öfters einschalten. Heute mit einem FAQ-Video. Erst einmal Prost. Oh, viel Teufel. Oh, das schmeckt ja schlimmer wie Dixi-Klo. Auf jeden Fall habt ihr mir fleißig Fragen gestellt auf Facebook, Twitter, Instagram und die ganzen Social-Media-Gramm. Wisst ihr ja Bescheid, da bin ich immer sehr aktiv. Ich habe auch eine Frage gestellt gekriegt, ob ich diese Expedition, wie ich es jetzt in dem Wacken-Video gemacht habe, auch in die Aftershow mit einbringen kann. Das darf das Ganze ein bisschen auflockern. Natürlich werde ich das probieren umzusetzen. Wenn wir das heute Abend dran, dann schauen wir mal, was ich da noch dazwischen schneiden kann von den Posts, die ich am Summer Breeze Open Air gemacht habe. Jetzt wollen wir aber keine Zeit verlieren. Jetzt kommen eure Fragen für mich, die ich beantworten werde. Wie ist die Metal-Szene in deiner Heimat? Da wir in Oberbayern sind und in Ingolstadt, da ist die Musikszene an sich schon gar nicht so aktiv, sage ich jetzt mal. Es gibt eine einzige Metal-Kneipe in Ingolstadt. Ich meine, da lohnt es sich zwar hinzugehen und da ist immer proper voll. Ich habe das Gefühl, früher sind mehrere Bands auftreten bei uns in der Gegend. Wenn bei uns eine Metal-Band spielt, dann ist entweder ausverkauft, weil die Band an sich schon so geil ist, und das wird bei Powerwolf mit Sicherheit der Fall sein, oder es ist gar nichts los. Ganz schwierig, Metal-Szene bei uns in der Nähe. Dann schon eher Richtung Franken. Da ist dann schon, geht dann schon eher der Punk ab, oder beziehungsweise der Mittler. Hast du eine Band oder spielst du ein Instrument? Ich habe tatsächlich mal in einer Band gespielt, und zwar Schlagzeug, wie ihr gerade gesehen habt. Und zwar war das The Ray, haben die geheißen. Wir haben sogar eine CD rausgebracht, voll cool, mit Booklet und dem ganzen Drum und Dran. Insgesamt hat die Band ungefähr 4 Jahre gegeben. Der Grund, warum dass sich die Band damals aufgelöst hat, waren private Gründe. Also so, wo ich, der Sänger hat geheiratet, Kind gekriegt und Haus gebaut und dann weniger Zeit gehabt. Ich bin weggezogen und dann habe ich auch weniger Zeit gehabt, immer hin und her zu fahren. Und weil ich jetzt dieses YouTube-Ding halt auch mache, ist für Band auch nicht mehr viel Zeit, würde ich sagen. Also wenn, dann würde ich das auch knallhart wieder mit in den Kanal mit einbinden. Dann würde sie das mitkriegen, wenn Proben waren oder irgendwie sowas. Ich habe jetzt auch nicht so die Ambition dazu oder die Lust irgendwie, dass ich da wieder mit einer Band anfange. So ab und zu mal klimpern und aufs Schlagzeug hauen, das geht schon. Aber so generell, es nimmt halt echt viel Zeit weg. War eine geile Zeit, aber es war ein bisschen anstrengend, muss man schon sagen. Wie findest du die Entwicklung der Metal-Szene? Erkennst du Unterschiede in den letzten 10 Jahren? Ich habe den Eindruck, Musik entwickelt sich sowieso immer wieder weiter. Zuerst war es dieser knallharte Hardrock, dann ist so diese Glamrock-Zeit und wie auch immer. Das ist alles geil gewesen und das war zu der Zeit auch super geil. Das ist jetzt immer noch geil. Und dann hat sich halt diese Core-Schiene entwickelt. Es entwickelt sich immer weiter. Ich meine, jetzt gibt es Bands wie zum Beispiel Eskimo Callboy, die Elektro und Dubstep mit im Hintergrund mit drin haben. Und es zählt trotzdem noch zu Metal, komischerweise. Aber das ist halt mal so. Auch Metal oder Rock im Allgemeinen entwickelt sich ständig immer irgendwie weiter. Welche Band kannst du absolut gar nicht leiden? Also wen ich überhaupt nicht leiden kann, sind die bösen Onkels. Das tut mir jetzt leid. Das hat aber nichts mit dieser Möchte-gern-sie-waren-mal-rechts-Schiene zu tun oder sind jetzt rechts oder die ganze Rechts-Links-Diskussion interessiert mich ja gar nicht. Warum, dass ich die bösen Onkels nicht mache? Weil sie ihre Fans verarscht haben. Und das aufs Schlimmste. Also meiner Meinung nach. Ich meine, man kann nicht behaupten, man kommt nie wieder und tot immer und macht Mordsabschiedsdinger und dann fangen wir es einfach wieder an. Also ich habe persönlich nichts gegen die Musik an sich, sondern mir geht es einfach darum, dass die Band die Leute verarscht hat. Und das ist das, warum dass ich die Band nicht leiden kann. Was sagen eigentlich Freunde oder Familie zu deinem YouTuber-Leben? Ja, was sagen die dazu? Das ist eine gute Frage. Im Endeffekt, ein paar von meinen Freunden, die sind ja sowieso immer mit dabei auf die Festivals, die wo ich immer dabei mache. Der eine oder andere war jetzt auch mal VIP-Gast bei mir. Ich darf ja immer wieder wen mitnehmen als VIP. Und meine Familie, ja, die ein oder anderen feiern das, was ich mache. Aber der Erfolg an sich gibt mir auch schon recht. Ich meine, ich habe dadurch die Möglichkeit gehabt, auf Summer Breeze zu arbeiten. Und ich habe
mittlerweile auch Kontakte geknüpft, die ich dringend brauche, die man immer brauche. Wenn dann ich wieder von meinen Erlebnissen erzähle oder die Videos dann wieder angeschaut werden vorne, dann sind sie schon teilweise beeindruckt. Am meisten feiert mein Chef, man zeigt, das ist das Lustige dran. So im Großen und Ganzen wird das eigentlich ganz gut aufgenommen. Und jetzt, wo immer noch mehr Erfolg kommt, da klar, da sehen die natürlich auch, dass das doch was bringt und nicht so Kasperltheater im Internet ist, sondern schon ernstes und seriöses Internetfernsehen. Beziehungsweise so eine schöne Show wie jetzt hier. Was war deine erste selbstgekaufte CD? Und jetzt kommen wir wieder zurück zu dem Thema, auch was die Band ist, die ich nicht leiden kann. Denn meine erste selbstgekaufte CD war komischerweise eine Single-CD von Böse Onkels. Und zwar Dunkler Ort. Und das ist das einzige Lied, das ich jetzt immer noch anhören kann. Ich immer dann Diablo 1 im Kopf habe, weil ich das immer angehört habe, während ich auf der PlayStation 1 Diablo 1 gezockt habe. Und das sind so Erinnerungen. Wie gesagt, es gibt andere Lieder auch noch von den Böse Onkels, die ich einigermaßen feiere. Aber das ändert jetzt nichts daran, dass ich die Band nicht leiden kann. Welche Bands willst du nächstes Jahr auf dem Summer Breeze sehen? Die Band, die ich unbedingt sehen will auf dem Summer Breeze, die kommt hundertprozentig und das ist Sabaton. Die sind Headliner, das ist meine Lieblingsband momentan einfach. Bullet for my Valentine, Disturbed war geil, Five Finger Death Punch war geil. Aber das sind alles so Bands, die wahrscheinlich schon zu teuer sind. Und das würde immens auf den Eintrittspreis auswirken, wenn da also so ein Headliner kommen würde wie Rammstein oder sowas. Also das ist unmöglich, das geht gar nicht. Welches Konzert war bisher das Beste, auf dem du jemals warst? Das ist immer schwierig zu sagen, weil es gibt so Konzerte, da war ich richtig besoffen. Das hat mir im Nachhinein schon auch gefallen. Aber dann gibt es halt welche, da wo ich dann Fahrer war, da wo ich dann sage, das war auch gut. Da war ich halt dann im Moschpit gestanden und habe nur Wasser gesoffen. Aber das sind so, ja, jedes Konzert ist für sich irgendwie geil gewesen. Aber wenn ich das Beste raussuchen müssen, dann würde ich sagen, letztes Jahr oder vor zwei Jahren, wo das war, mit Bullet von Valentine und Kalichornas Vorbild, das war schon ein Highlight. Und natürlich jedes Sabaton-Konzert, wo ich bis jetzt war, das waren ja jetzt auch schon drei und da hat mir eigentlich jetzt auch gefallen. Wie kann man denn eigentlich nach vier Tagen durchsaufen mit dem Bob noch so gut aussehen? Bob, wie kann man nach vier Tagen nur so gut ausschauen? Kannst du mir das sagen? Du bist ein Saubär, echt. Mei, ich darf jetzt sagen, das ist einfach die Übung. Du darfst neben deinem Zelt und dem Festivalticket nur drei Gegenstände aufs Festival mitnehmen. Welches sind es? Also, erstens schlafe ich nicht im Zelt, dann kann man das schon mal weglassen. Dann nehme ich vier andere mit. Und das wären dann in erster Linie mal meine Kamera. Irgendwas zum Filmen gibt's immer und ich will euch das natürlich nicht vorenthalten. Was nehme ich noch mit auf ein Festival? Eine Matratzen auf jeden Fall, denn wenn ich schon im Auto penne, dann brauche ich da eine gute Unterlage. Meine Stiefe. Boots, ganz wichtig, das mitunter das Wichtigste, was man auf dem Festival mitnehmen muss. Und jetzt noch was, weil wir ja das Zelt weglassen. Gegenstände, die ich noch mitnehmen darf. Kamera, Matratzen, Boots und natürlich mein Sonnenbrühen. Ohne Sonnenbrühen gehe ich nicht übers Festival. Ich brenne mir ja regelmäßig nach jedem Festival eine so Sonnenbrühe da unten rein. Kennt ihr das? Wenn dann alles weiß ist rund um die Augen. Schaut bei mir mal ganz lustig aus. Ey, nein, das waren's. Das waren meine Gegenstände. Eindeutig. Kamera, Matratzen, Springerstiefel und Sonnenbrillen. Welches Festival steht nächstes Jahr so bei dir auf dem Plan? Und wie lassen sich so viele Festivals finanzieren? Also in erster Linie habe ich einen Job. Also ich arbeite ja und ich verdiene jetzt nicht so schlecht. Ich kann mir schon einiges leisten. Der Vorteil für mich ist natürlich, dass ich der Festivalguru bin. Und wenn ich auf dem Festival Videos drehe, dann kann es schon einmal sein, dass ich halt umsonst auf das Festival komme. Oder wie am Summer Breeze zum Beispiel zur Crew Care, wo ich arbeiten tue. Und deswegen brauche ich dafür keinen Eintritt nicht zahlen. So viel zum Thema Finanzieren, deswegen brauche ich trotzdem noch Essenszeug und das ganze andere Klump, was ich halt alles mitnehme, Bier und sowas. Welche Festivals dann stehen da nächstes Jahr an? Auf jeden Fall ist Open Air in Eichstätt bei mir da in der Gegend. Gibt es eine Aftershow, da klickt jetzt einfach mal da oben in das Eck, auf das I. Da kommt ihr zur Aftershow von Eichstätt. Rockharz, das ist eins von meinen Lieblingsfestivals. Summer Breeze sowieso, weil ich da ja auch wieder arbeiten werde wahrscheinlich. Dann will ich Rock am Herzfeld sehen, ist mir jetzt schon mehrfach empfohlen worden. Ich möchte gern mehr so kleine Festivalsbesucher, so bis 10.000 Besucher. Wenn euch da welche einfallen, schreibt es mal unten in die Kommentare, weil dann google ich mal danach oder ihr schickt mir gleich einen Link auf Facebook.
Denn ich glaube, dass man so ein kleiner Festival auch eher mal sich mal miteinander treffen kann und mal miteinander ein Bier trinken kann. Wie auf so einem großen, wo man ewig weite Strecken zum Laufen hat und man sich bei dem Getümmel von 35.000 bis 40.000 Leuten einfach nicht über den Weg läuft, zufällig. Wo die Wahrscheinlichkeit halt einfach größer ist, bei 2.000 bis 10.000, sage ich jetzt mal. Seit wann hörst du Metal, beziehungsweise wie bist du auf das Genre gekommen? Ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ich habe mit meiner Lehre begonnen. Ich habe ja einen Ausbildungsberuf gemacht. Das sollte jeder von euch machen. Und wer es von euch schon hat, Daumen nach oben. Und während meiner Lehre habe ich jemanden kennengelernt, der mein Mentor geworden ist. So der, mein persönlicher Dr. Cox, falls euch das was sagt. Und der hat mir dann Edguy gezeigt. Edguy war die erste Band, die wo ich aktiv richtig als Metalband gehört habe. Über Edguy bin ich dann irgendwie auf Bullet for My Valentine aufmerksam geworden. Und Bullet for My Valentine war und ist nach wie vor eine von meinen Lieblingsbands. Und es ist immer noch eine Band, von derer, wo ich mir jede CD kaufe. Ich habe jetzt da zum Beispiel auch schon die ganz neue Scheibe, die ist erst die Woche rausgekommen. Ich finde es halt einfach wieder mal geil. Einfach nur, weil es halt nach wie vor Bullet for My Valentine ist. Und Poison von Bullet for My Valentine ist nach wie vor immer noch mein Lieblingsalbum. Das kann ich anhören, wenn ich gut drauf bin, wenn ich schlecht drauf bin, wenn ich keine Ahnung, einfach mal Bock auf Musik habe. Das ist für mich das beste Metalcore-Album, das jemals rausgekommen ist. Und da kann mich jetzt jemand lynchen, aber das ist meiner Meinung nach immer noch so. Haben dich viele Leute angesprochen auf dem Breeze? Lustig war eigentlich eher nicht, wie viele das waren. Interessant dabei war zum sehen, wie sie mich ansprechen. Und durch das, wie sie mich angesprochen haben, hat man auch wieder mitgekriegt, woher, dass sie mich kennen. Ah, der Dark Siffler! Das waren dann eher die, die mich über die Summer Breeze Videos kennengelernt haben, die Informationsvideos. Ah, der Siffler! Der Siffler, das waren dann eher dann die, wo mich über meine eigenen Videos kennen. Ah, der Summer Breeze Informationstyp! Das waren dann auch wieder die, die mich über die Summer Breeze Informationsvideos kennengelernt haben. Ah, der Biergartentester! Die haben mich halt dann über die Dinkelsbühl Biergarten-Tour kennengelernt, was ich auch ganz lustig gefunden habe, woher die ganzen Leute mich eigentlich kennengelernt haben. Wobei ich eigentlich schon seit Ewigkeiten selber YouTube-Videos mache. Trotzdem geil, dass der ein oder andere jetzt über die anderen Kanäle quasi da hergefunden hat. Und ich begrüße euch natürlich auch alle, die ihr jetzt da draußen zuschaut. Denn ich bin über jeden einzelnen Abonnenten stolz. Jeden Tag schaue ich rein. Und dann, wenn wieder einer mehr dazugekommen ist, dann klatsche ich wieder und freue mich und denke mir einfach, fix, wo führt das noch hin? Das Problem an der ganzen Situation war auch, wenn du über Spreeze gegangen bist und ich habe ja für Spreeze auch filmen müssen, dann bin ich dann über den Campingplatz gegangen und habe eigentlich vorgehabt, irgendwo ganz hinter den letzten Campingplatz zu gehen. Oder ich habe mit irgendjemandem vorher schon was ausgemacht gehabt, wir treffen uns da und da. Und ich bin meistens gar nicht so weit gekommen, weil ich nach alle geschätzten 200 Meter einfach stehen habe bleiben müssen, weil mich wieder jemand erkannt hat und ich wollte ja auch aktiv mit den Leuten reden. Ich habe ja kein so Fan-Treffen oder sowas habe ich ja gar nicht gemacht, weil ich dachte, ich triff die Leute. Wenn es trifft, dann triff ich es persönlich irgendwo. Aber das hat dann auch nicht so hingehauen. Es hat mir natürlich auch sehr leid, da, dass ich wirklich nicht zu jedem hingekannt habe, zu dem ich eigentlich hinwollen habe. Denn auch das Wetter hat ein bisschen nicht ganz so mitgespielt, weil es war scheiß heiß. Und wie es da so scheiß heiß war, hätte ich eigentlich was filmen sollen. Bin ich aber auch nicht dazu gekommen, weil ich im Camp gelegen bin und einfach nur rumgeflackt bin, weil die Hitze einfach so unerträglich war. Und ich glaube, nächstes Jahr werden wir dann wirklich irgendwie so ein Fan-Treffen machen oder so. Eine Frage habe ich noch zugeschickt gekriegt per private Nachricht, die ich ganz dringend beantworten möchte und muss. Moin Siffler, ich habe mal eine Frage zu deiner Kühlbox, die du immer mit auf Festivals nimmst. Benutzt du da immer Trockeneis für oder wie machst du das und wenn, wie lange hält sich der Spaß? Da habe ich sogar ein paar Bilder dafür vorbereitet, letztes Mal, wie ich mir wieder Eis gemacht habe. Und zwar mache ich das folgendermaßen. Ich habe so Stahleimer, so Metalleimer, da kommt Wasser rein. Das Wasser kommt in eine Kühltruhe, am besten 4 Tage lang eingefrieren lassen, dann friert das alles richtig schön durch. Ich habe da mehrere, 2 große Eimer, 2 kleine Eimer, glaube ich, habe ich gemacht. Und dann wird das in meine Kühlbox rein. Das ist ja eine Thermobox, ganz normal, die kann man kaufen, kostet, glaube ich, 50 Euro hat man die damals gekostet in der Größe. Das Ganze wird dann klein gebröckelt, also nicht ganz klar, sondern es werden schon so große Brocken bleibt es dann, denn dann bleibt das Eis am längsten erhalten. Crashed Eis oder Eiswürfel an sich, die schmelzen ganz schnell. Je größer der Brocken, umso länger hält er sich. Und Trockeneis darf man ja sowieso nicht mehr auf jedes Festival mitnehmen. Summer Breeze zum Beispiel ist generell verboten. Und ich verspreche euch, das heute von Mittwoch bis Sonntag durch. Ich werde aber zum Thema Getränke kühlen auf dem Festival wahrscheinlich nochmal extra irgendwann ein Video machen.
Das war's aber jetzt auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, ich habe eure Fragen gut beantwortet. Ich werde jetzt dann schon langsam herrichten für Herrn Amst, denn da wird groß gefeiert. Die Aftershow, ich denke, der eine oder andere wird es vielleicht auf Instagram oder Facebook mitbekommen haben. Denn ich gehe mal davon aus, dass ich Herrn Amst viel posten werde. Ich danke euch natürlich dann wieder für jeden Daumen nach oben, den es hier gibt, für jedes Kommentar, das ihr schreibt. Und folgt mir auf Facebook, Twitter, Instagram und die ganzen Social Media Kram, um nichts mehr zu verpassen. Ich verspreche euch, ich werde noch aktiver sein auf den ganzen Social Media Dingern. Ihr könnt mir ja immer persönlich direkt schreiben über Facebook. Ich unterhalte mich ja gerne mit meinen Zuschauern, damit ich auch direkt das Feedback kriege. Ich danke euch nochmal, dass ihr so aktiv seid. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, ich freue mich, wenn ihr euch freut. Freuen wir uns miteinander und in diesem Sinne sogar freudig. Pfiat euch, bis zum nächsten Video.